Lasst Julian Assange frei. Das ist der Appell heute aus Deutschland, unterschrieben von Politikern, Künstlern und Journalisten, die schwere Vorwürfe erheben Richtung Schweden, Großbritannien, USA. Der Hintergrund: Seit April sitzt WikiLeaks-Gründer Assange in einem britischen Gefängnis. Der Vorwurf, er sei dort psychischer Folter ausgesetzt. Die USA fordern seine Auslieferung. Sie sind seit 10 Jahren hinter ihm her. Denn 2010 hatte Assange auf seiner Plattform geheime Dokumente zum Irakkrieg veröffentlicht. Hochbrisant, weil es um amerikanische Kriegsverbrechen ging. Jetzt sagt ein UNO-Ermittler, an Assange werde ein Exempel statuiert, um Nachahmer einzuschüchtern. Bernd Bentin. In Berlin tritt heute Vormittag eine ungewöhnliche Gruppe vor die Presse. Ein Journalist, ein Ex-SPD-Außenminister, ein Ex-FDP-Innenminister und eine Politikerin der Linken. Gemeinsames Anliegen: Lasst Assange frei. Zu Julian Assange kann man ein ambivalentes Verhältnis haben. Natürlich kann man das. Ist selbst sozusagen ein Borderliner in vielen Fragen. Aber gerade dann muss der Rechtsstaat zeigen, dass er seine Prinzipien einhält. Und das ist erkennbar nicht der Fall. Aus Angst vor einer Auslieferung verschanzt sich der WikiLeaks-Gründer 7 Jahre lang in der Botschaft Ecuadors in London. Im April 2019 wird er verhaftet, wartet seitdem auf seinen Prozess. Der UN-Sonderberichterstatter Nils Melzer untersucht den Fall und spricht im ZDF-Interview von psychischer Folter an Assange und von erheblichen rechtsstaatlichen Mängeln. Schwedische Verhörakten seien gefälscht worden. Außerdem hätte Assange nicht die Chance gehabt, sich zu verteidigen. Wenn man mal ein bisschen an der Oberfläche kratzt, dann kommen die Widersprüche sofort zum Vorschein. Und je tiefer man reinkommt, desto schmutziger wird es. Dem Aufruf, Assange freizulassen, schließen sich in Deutschland mehr als 130 Künstler, Medienschaffende und Politiker an. Julian Assange hat sich körperlich sehr stark verändert. Er hat unter der Isolation quasi in der ecuadorianischen Botschaft in London gelitten. Er hat gelitten unter 9 Monaten Isolationshaft in einem Hochsicherheitsgefängnis. Wir wollen Julian Assange unterstützen und damit eine Bankrotterklärung westlicher Rechtsstaatlichkeit verhindern. Ende des Monats soll das Auslieferungsverfahren gegen Assange beginnen. In den USA droht ihm eine Haftstrafe von bis zu 175 Jahren. Mehr als 130 Politiker, Künstler und Journalisten fordern die sofortige Freilassung von WikiLeaks-Gründer Assange aus britischer Haft. Assange werde unter unnötig belastenden Bedingungen isoliert und überwacht, die ihn in Lebensgefahr bringen könnten, schreiben die Unterstützer des Appells, unter ihnen Ex-Außenminister Gabriel und der Journalist Wallraff. Sie berufen sich auch auf den UN-Sonderberichterstatter für Folter, der schwere Vorwürfe gegen die Behörden erhebt. Es ist ein ungewöhnlicher Vorgang, der sich heute in der Bundespressekonferenz zuträgt. Eine Bundestagsabgeordnete, 2 ehemalige Bundesminister und der Enthüllungsjournalist Günter Wallraff fordern, Großbritannien solle den WikiLeaks-Gründer Julian Assange aus der Haft entlassen. Eine entsprechende Petition wurde von mehr als 1000 Menschen unterzeichnet. Denn Assange, der mittlerweile in Einzelhaft sitzt, zeige Symptome, die typisch seien für Opfer langdauernder psychischer Folter. Dadurch sei er nicht in der Lage, sich gegen eine Auslieferung an die USA zu verteidigen. Sigmar Gabriel betont, es gehe ihm nicht um einen Blankofreispruch für Assange. Ich mische mich auch nicht ein in die Frage, ob am Ende eine Auslieferung nach britischem Recht möglich ist oder notwendig ist. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass er unter den jetzigen Bedingungen die elementaren Rechte jedes Beschuldigten nicht wahrnehmen kann, nämlich sich physisch und psychisch und mit Hilfe seiner Anwälte auf eine angemessene Verteidigung vorbereiten kann. Die USA werfen Assange vor, dabei geholfen zu haben, geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan veröffentlicht zu haben. Aus Angst vor einer Auslieferung hatte Assange sich 2012 in London in die ecuadorianische Botschaft geflüchtet. Zudem lag damals gegen ihn ein schwedischer Haftbefehl wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor. Der UN-Sonderberichterstatter für Folter hält die jahrelange juristische Verfolgung von Assange für konstruiert und sagt, sie käme psychischer Folter gleich. Ich denke, seine Auslieferung in die USA muss unbedingt verhindert werden, weil dort kriegt er ganz sicher keinen fairen Prozess und wird für den Rest seines Lebens in unmenschlichen Haftbedingungen vegetieren müssen. Das Auslieferungsverfahren gegen den inhaftierten Assange soll Ende Februar beginnen.
Wir haben in den vergangenen Jahren häufig über Julian Assange berichtet, den Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks. Der gebürtige Australier hat sich von 2012 bis 2019 in der ecuadorianischen Botschaft in London verschanzt, um nicht an Schweden ausgeliefert zu werden. Jetzt stellt sich heraus, die Vorwürfe gegen ihn sind konstruiert gewesen. Die Regierungen von Schweden, Großbritannien und den USA haben hinter den Kulissen zusammengearbeitet, um den Aufdecker mundtot zu machen. Ans Licht gebracht hat die Wahrheit der UNO-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer. Was er recherchiert hat, spottet jedem Spionage-Thriller. Richter, Polizisten und Politiker sind in die Affäre verwickelt. Hanna Friedrich und Andreas Stamm. Die Welt wüsste nicht, dass die USA so etwas gemacht haben. Come on, fire. Folter, Gräueltaten an Zivilisten, Bruch des Völkerrechts. Wenn es ihn nicht gegeben hätte, Julian Assange. Die Enthüllungen von Kriegsverbrechen hatten für ihn drastische Konsequenzen. Er hat Folter enthüllt, die nicht verfolgt worden ist. Er wurde selber gefoltert und er ist natürlich jetzt in einem Auslieferungsverfahren, wo, wenn er in die USA ausgeliefert wird, ganz sicher Haftbedingungen ausgesetzt wird, die weltweit als unmenschlich betrachtet werden. Also es ist ein moderner Hexenprozess und der Zweck ist, ein Exempel zu statuieren, um die Öffentlichkeit und vor allem die Medien abzuschrecken, seinem Modell zu folgen und sicherzustellen, dass eben die Medien nicht unkontrolliert Informationen, Veröffentlichungen über das Missverhalten von Staaten. Auch für Nils Melzer, UN-Sonderberichterstatter für Folter und Schweizer Rechtsprofessor, war das, was Julian Assange angetan wurde, erst ein Fall, nachdem er die Dokumente genau studiert hatte. Als die Anwälte von Assange zum ersten Mal zu mir kamen, im Dezember 2018, da habe ich es eigentlich spontan abgelehnt, mich überhaupt darauf einzulassen, weil ich halt auch so unter dem Einfluss war dieses öffentlichen Narrativs von Assange als Hacker, Vergewaltiger, Spion, Narzisst und so weiter. Aber es ist schon so, wenn man mal ein bisschen an der Oberfläche kratzt, dann kommen die Widersprüche sofort zum Vorschein. Ja, dann sieht man sofort, da stimmt irgendwas nicht. Und je tiefer man reinkommt, desto schmutziger wird es. Und ich muss sagen, das hat mich sehr, sehr beschäftigt. Also es war für mich auch, es braucht ein bisschen Mut, mich dann mit den Fakten, die ich eben gefunden hatte, auch an die Öffentlichkeit zu wenden und denken, weil ich dachte auch, das glaubt mir ja keiner. Das ist ja wirklich absurd. Aber die Wahrheit ist absurd in diesem Fall. Demokratische Regierungen, die sich für ihre Pressefreiheit und Menschenrechte rühmen, zuallererst die USA, Schweden, Großbritannien, sie schrecken nicht davor zurück, einen Menschen zu vernichten, wenn es um die Wahrung ihrer Staatsgeheimnisse geht. Schweden war alliiert mit den Amerikanern in Afghanistan. Im Juli 2010 wurden diese Afghanistan-Leaks veröffentlicht und man weiß, dass kurz darauf die Amerikaner die Alliierten darauf aufgefordert haben, gegen Assange Strafverfahren einzuleiten, weltweit. Und zwei, drei Wochen später kommt dann die Anschuldigung der Schweden gegen Assange wegen sexuellen Delikten. Da geht es ja nur darum zu schauen, ob genügend Fakten da sind, um überhaupt eine Anklage zu Wege zu bringen. Und das haben die Schweden 9,5 Jahre nicht geschafft. Stattdessen manipulierte Beweise. Es stellt sich heraus, es gab nie den Vorwurf einer Vergewaltigung. Weil Assange jede Stellungnahme zu den Vorwürfen verweigert, flüchtet er sich in die ecuadorianische Botschaft. Fast 7 Jahre entgeht er so dem Zugriff der britischen Polizei. Permanent observiert und abgehört, das macht Assange krank, physisch und psychisch. Das Narrativ eines wirren, verwahrlosten Hackers, der sich seiner gerechten Strafe entzieht, verbreitet sich. Kaum einer steht jetzt noch auf seiner Seite. Das ist das, was das Entscheidende ist, auch für die Behörden. Sie haben jetzt einen Präzedenzfall, dass jemand, der staatliches Missverhalten öffentlich gemacht hat auf breiter Basis, das wird jetzt als Spionage klassifiziert und strafbar gemacht. Und zwar mit Strafmaßen, die weit über die Kriegsverbrechertribunale von Den Haag rausgehen. Nicht? 175 Jahre Gefängnis. Hauptkriegsverbrecher in Den Haag 45 Jahre Gefängnis. Ich muss sich mal vorstellen, von was für einem Strafmaß wir hier sprechen.
Ecuador entzieht Assange das Asyl. Rausgezerrt wie ein Schwerverbrecher wird Assange in ein Hochsicherheitsgefängnis nahe London inhaftiert. Eine befangene Richterin verhängt 50 Wochen Isolationshaft wegen Verstoßes gegen Kautionsauflagen. Der Australier Assange kämpft mit psychischen Problemen. Die Haft ist für ihn inzwischen lebensgefährlich. Immer wieder gibt es Appelle gegen solche menschenunwürdigen Umstände mitten in Europa. Die Rechtsstaatlichkeit ist in unseren Ländern durchaus gegeben, solange die essentiellen Staatsinteressen nicht betroffen sind. Ja. Sobald sich der Staat aber in seinen Sicherheitsinteressen bedroht fühlt, fundamental, und ich denke, die WikiLeaks-Veröffentlichungen wurden als so eine solche Bedrohung wahrgenommen, dann funktioniert das nicht mehr. Heute sehen wir vermehrt halt einfach, dass die Regierung über Geheimhaltung das aushebelt. Freedom, der Wahrheit auf der Spur. Das passt Demokratie nicht, wenn es um die eigenen Regierungsvergehen geht. So entfernen sie sich vom Geist der Demokratie. Eine gefährliche Entwicklung. Die Welt braucht mehr Mutige wie ihn. Es wird Zeit, dass Assange nun Gerechtigkeit widerfährt. Die Recherchen von Nils Melzer und die Manipulation von Beweisen lösen Empörung aus. In Deutschland haben bereits über 1000 Menschen eine Petition unterschrieben, darunter viele Politiker, Künstler und Journalisten. Sie fordern die sofortige Freilassung von Assange.